Oh, hey Roman, hey, ich hab dir etwas mitgebracht. Wow, ist das das Aerosol Comic Adventure? Ja. Oh mein Wahnsinn. Gott, wo kann man das denn besorgen? Ich habe gehört, man kann dieses Buch überall besorgen, in jedem Einzelhandel, oh mein in jedem Gott. Laden, sogar in der Österreich und in der Schweiz. Ich gehe mir sofort eins kaufen. Na dann los! Meine werten Damen und Herren, das ist das Aerosol Comic Adventure. Ihr könnt euch das überall holen. Das ist das beste Comic Adventure Buch, was es gerade überall nur so gibt. Das sieht so von innen aus. Das ist überheftig und überkrass. Geht jetzt in die Buchhandlung und bestellt es euch vor. Am 22. November kommt das Ding raus. Und dann geht's richtig ab. Ich heb ab. Ich heb ab. Ab, 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 ab. Das hab ich auch echt gemacht. Genau das gleiche. Das darf man echt nicht mit reinschneiden. Der einzige Grund, weshalb wir uns eigentlich heute versammelt haben, ist, weil wir uns zum Ekel-Drink-Challenge-Ding getroffen haben. Warum mache ich da nur mit? Das ist unser kleines Glücksrad. Das sind alles so ausgedruckte Sachen. Oh! Hier kann man zum Beispiel sehen, das sind jetzt Gurken. Dann haben wir Fanta, Sojasauce. Dann haben wir Soße. Sprite, das ist dein Lieblingsgetränk, ist auch mit dabei. Ein schöner Kaffee, ein Eistee. Dann haben wir, oh, das ist mies. Ja. Wir haben Milch einfach. Das ist Milch, guck mal, die fließt sogar nach oben. Ja, gell, das ist einfach so, die interessiert sich nicht für die Schwerkraft. Dann haben wir Tabasco-Soße, Coca-Cola, Maggi-Würze. Eigentlich ist Maggi-Würze das gleiche wie Sojasauce. Aber wir müssen die deutsche Sojasauce verteidigen. Das heißt also, wir machen jetzt insgesamt 4 Runden. Die erste Runde beginnt mit 3 Drinks. Okay, wir probieren mal. Aber ganz leer trinken oder? Ja, schon gut. Gut, ah. Ich muss dort schon nehmen. Ich hole mein Glas, okay? Ich hole mein Glas. Okay, let's go. Oh, Orangensaft. Ist okay. Orangensaft. Es ist früh. So. Ah. So, wo kommt sie her? Wie viel Orangensaft sollen wir reinmachen? Mach mal. Okay. Ja? Ja, okay. Ja, okay. So sieht das Ganze aus. Einfach ein bisschen nice Orange Juice. Go. Willst du als nächster drehen? Ich drehe jetzt. Oh mein Gott, was? Digga, das Würstchen schon war. Fast das Schlimmste. Delikatesse Wiener Würstchen. Eine Delikatesse. Das meine ich. Ich muss sagen, ich finde das Zeug gar nicht mal so schlecht. Also for real so. Ich finde es nicht schlecht. Ich find's oh, ist ein bisschen salzig. Ist geil? Ja, schmeckt schon geil. Bisschen sausalzig. Oh, der schmeckt. Okay. So. Reicht. Willst du Cocktailwürstchen reinmachen? Wir essen die Wurst danach komplett auf. Egal wie sie schmeckt. Bitte, bitte. Ja! Das ist okay. Das ist okay. Ich glaube, das ist okay. Machen wir auch eine Gurke mit rein? Ja, wenn dann machen wir den Sunrise-Cocktail machen wir hier. Oh mein Gott, das ist Orange, Gurke, Würstchen. Alter, da sind sogar so kleine Stücke drin. So, jetzt müssen wir den Cocktail einen Namen geben. Das ist der Hackfleischhassende Zahake. Der Hackfleischhassende Zahake. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Ah. Du musst anfangen. Okay, let's go. Ich misch das nochmal kurz durch. Mama. Ich weiß nicht, wie das. Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Das oh mein Gott. Schmeckt gar nicht mal so schlecht. Hey, voll gut, Alter. Das geht voll klar, Alter. Ich finde auch, das ist okay. Also, es geht ja übelst klar. Ich habe in meinem Leben echt durch die Süße gegessen. Von dem Orangensaft schmeckt es voll geil. Ich finde, das schmeckt gut. Also wirklich legit. Bitte. Gib mir mal noch einen Sip. Oh Gott. Okay. Kommen wir zu unserem nächsten Glas, zu unserem nächsten Drink. Diesmal haben wir 4 Zutaten. Bist du bereit? Let's go. Coke. Coca-Cola. Oh, schön. Wir hätten eigentlich auch so einen Mentos hier drauf machen sollen. Das ist vorbei. Ja, ja. Wie viel Coke wollen wir machen? Ja, genau. Einen guten Sip einfach. Einen guten Sip. Wenn jetzt Milch kommt, ist Ende. Haben wir verloren. Wir haben verloren, wenn jetzt Milch kommt. Oh mein Gott! Alter, das war so knapp daneben! Cola küsst Orange. Das ist Spezi jetzt. Lässige Spezi. Das Einzige, was uns das jetzt noch kaputt machen könnte, ist so ein guter Schuss Maggi. Oder Soja Sauce. Oder Soja Sauce. Oder ein Kaffee. Oder ein Kaffee. Bereit? Du bist dran. Let's go. Let's go. Oh,
Ja. Mhm. Siehst du, wie man sowas einschüttet? Natürlich. Muss schon sagen, hab schon Besseres gesehen, ne? Ready? Mach, aber keine Milch. Oh, guck mal, das Wasser. Ja, das ist das Ende. Das ist das Ende. Also, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist Sojasauce. Dann mach mal die Cola wieder schwarz, oder? Bist du bereit? Ja. Was ist denn mein Hexen? Sag Stopp. Stopp. Nein, mach. Okay, stopp. Alter, das Ding ist so dickflüssig, dass dieses Getränk sich einfach zweigeteilt hat. Diese Sojasauce ist runtergefallen. Guck dich das mal an. Warte mal, wollen wir es einfach? Ja, das ist krass, gell? Warte, ich muss mich gerade mental darauf vorbereiten. Bist du bereit? Bereite ich dich vor. 1000 Jahre habe ich mich darauf vorbereitet. Aber hörst du, warte. Was? Du musst da einen guten Schluck nehmen, weil das gute Zeug ist alles unten. Du musst guten Schluck nehmen. Ich muss niesen. Erst so ein bisschen rühren und dann machst du so. Sag meiner Mutter, dass ich sie liebe. Mach. Mehr. Du hast die Sojasauce nicht probiert. Oh, gib mir jetzt einen Schluck, Alter. Oh, sowas habe ich noch nie probiert. Das war schön mit dir. Hau rein. Oh, das ist schon mega widerlich. Nimmst du noch einen Schluck? 5 Euro. Um ganz ehrlich zu sein, ich trinke das nicht mehr. Also ich würde sagen, das kann man schon mal anbieten. Falls ihr mal einen Cocktail sucht oder sowas, guck, wie die Leute drauf reagieren. Die lieben das, oder? Sag ich, liebe es. Ich glaube, ich muss auf Klo. 5 ganze Zutaten. Bist du ready? Ich habe eben schon fast gekotzt. Perfekt, dann sind wir bereit für die nächste Zutat. War klar. Ihr müsst wissen, Leute, ich trinke eigentlich kein... Okay, Kaffee. Nächster Dreher. Oh, ich bin dran. Wir spinnen. Hast gesehen, ich habe jetzt andersrum gemacht. Rückwärts, ja. Ja, und da ist auch die Fanta. Orangenlimo. Ja, stimmt. Die Orangenlimo, Leute. Wir haben sogar noch die schöne Halloween Edition, schön alt. Hey! Oh mein Gott. Einfach beide gleichzeitig, gell? Das ist doch jetzt Kaffee. Eigentlich Cola, oder nicht? Das ist eigentlich wie Cola. Oh, das schäumt aber gut, gell? Kaffee Fanta Shot. Klingt gar nicht mal so schlecht. Ist aber auch erst die zweite Zutat von 5. Dreh rein. Oh. Und da haben wir die Zitronenlimonade. Die Zitronenlimonade. Warum guckst du da eigentlich weg jetzt? Als ob das explodieren kann, gell? Wir haben noch... Junge, das schäumt aber... Schäumt. Haben wir einen Strohhalm oder sowas? Das war jetzt die dritte, gell? Noch zwei brauchen wir. Wir müssen noch ein bisschen Platz halten. Ich mach jetzt mal einen richtigen Ultraspin. Okay. Ultraspin, seid ihr ready? Ich halt fest. Alle ready? Und da, oh, ja gut. Okay. Also ich freue mich schon auf die Magie. Auf die Magie. Aber ich finde, bisher ist der eigentlich ganz nice. Das ist ja Sprite mit Fanta, mit Kaffee, mit Orangensaft. Seid ihr bereit, Leute? Macht das Ding kaputt, komm. Jetzt geht's rund. Wasser? Das ist einfach Wasser. Das könnte ein richtig leckerer... Könnte, bis auf den Kaffee. Kaffee mit Zitronenlimonade schmeckt bestimmt richtig gut. Wir haben jetzt hier drin Kaffee, Orangensaft, also was wirklich... Sprite, Fanta und Wasser. Ein bisschen Wasser. Aber was ich irgendwie interessant finde, ist, dass sich hier so eine ominöse, komische Schaumschicht gebildet hat. Ich weiß nicht, aus was es besteht, gell? Soll ich mal probieren? Alienhaut. Oh, das schmeckt geil. Das ist echt wie so ein... Hey, probier's mal. Das schmeckt wirklich gut. Ja, man schmeckt schon den Kaffee raus, aber ist echt in Ordnung. Hm, das ist ein guter. Den würde ich morgens trinken. 3,5 von 5 Sternen würde ich dem geben. Also mir hat am besten der Dings geschmeckt. Sojasauce mit Cola. Boah, der war schlimm. Aber jetzt kommt der nächste Drink und zwar mit 6 ganzen Zutaten. Was? Und da könnte uns prinzipiell auch die Tabasco erwischen oder sonstiges. Warum mache ich überhaupt mit? Tabasco hatten wir noch nicht gehabt, Maggi, Eistee hatten wir noch nicht, Apfelschorle und tatsächlich wurde... Achselschweiß. Wir drehen jetzt in 3, 2, zu früh, gell? 3. Ganz klassisch, erstes von 6. Zitronenlimonade. Wer kennt sie nicht? Zack, wir machen jetzt... Bisschen weniger. Immer. Weniger, ja. Bist du bereit? Dreh durch. Ah! Ich dreh durch!
Und da ist auch das... Ich kann nie wieder Sojasauce sehen, nie wieder. Ich muss sagen, die Drinks mit Sojasauce sind tatsächlich die allereklichsten. Aber Ling Jing, Sojasauce, Ling Da, macht unsere Sprite jetzt ein wenig dunkler. Oh, Digga, das sieht aus wie Kaffee. Kann man davon sterben eigentlich? Weiß ich nicht. Oh mein Gott! Der Eistee! Meine werten Damen und Herren! Guter Eistee mit... Da ist keine Kohlensäure drin. Ich habe Angst vor Flaschen. Ja, ich mag nicht. Macht einen nice... Wie riecht es? Nach Eistee. Oh, riecht ganz gut. Oh mein Gott, was? Okay, jetzt ist's weird. Jetzt haben wir Tabasco-Soße mit Sojasauce, Sprite. Yo, angeblich, das ist nicht mal Tabasco. Weißt du, was das ist? Das ist noch schlimmer. Oh, das ist einfach mit Knoblauch. Das ist einfach mit Knoblauch. Guck mal hier, Roasted Garlic. Das gibt's nicht. Das ist eine Roasted Garlic. Das geht nicht auf. Hast du noch Dings? Fingernägel? Ja! So. Darf ich mal so einen kleinen... Dieser Tropfen von SpongeBob, gell? Wo ist es hin? Nein, auf meinen Pullover! Man sieht es eh nicht, du trägst ja eh rot. Ja, zum Glück habe ich heute rot an. Schon scharf, gell? Mega. Lass mal einen guten scharfen Drink heute machen, oder? Hä, ich dachte, wir machen hier einen guten Knobi-Drink, oder? So, okay. Dann hätten wir... Du was, gell? Bisschen so. Okay. Und jetzt Cola. Okay. Ich glaube, noch zwei Zutaten brauchen wir. Das hat schon so Stückchen gebildet, gell? Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Okay, komm, dreh durch. Richtigen Spinny. Schon wieder Sojasauce. Oh. Achso, tut mir leid, Mann. Aui! Mich kann, glaube ich, gerade gar nichts mehr schockieren. Ah, es kommt wieder rein, da ist es. Ah, was? Ist die schon offen? Das hört jetzt auf. Ich muss immer den Deutschen raushängen lassen. Es ist salzig. Boah, du hast dir einen recht guten Schuss reingehauen. Oh, aber schmeckt schon geil. Das mag ich auch mal, die ist geil. Einfach Glutamat. Ich liebe das. Gehst du auf Klo? Du bist krank. Traust du dich noch einmal zu spinnen? Okay. Okay, dann machen wir jetzt das Fanta rein. Und dann ist damit der Kampf besiegelt. Wir stellen noch mal kurz auf, was hier alles drin ist, okay? Haben wir Orangensaft drin gehabt? Glaub schon. Wenn nicht, dann tut es uns leid. Das hier ist alles in dem Todesdrink drin. Was glaubst du, wie riecht es? Nach Sojasauce oder Maggi oder sowas riecht es safe. Das sieht aus wie so ein Maxi-Mix, aber es riecht wie so ein Currygericht. Aber auch ein bisschen mit Eistee und so, ne? Boah, ich glaube, wir sollten das nicht trinken, Mann. Ich glaube auch nicht. Okay, gut, dann hören wir jetzt hier auf und dann... Natürlich nicht. Wenn du kotzen musst, hier rein. Schaffst du schon, Champion. Hier, probier das. So, gell? Probier das bitte. Bitte lass nicht mehr. Du hast sowas in deinem Leben noch nie geschmeckt. Ich habe Angst. Ich fühle mich richtig schlecht gerade. Ich habe Angst. Alter, das ist das. Boah, das ist... Das ist abartig schlimm. Wir haben schon echt richtig viel Schrott gegessen, ne? Aber das hier... Ist der beste Drink der Welt! Spaß, also ich finde, der ist sonst voll scharf. Der ist scharf. Und dieser Eistee hilft ja gar nichts. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Lust mehr. Vergesst auf jeden Fall nicht, das Buch vorzubestellen. Wir haben das hier nicht alles umsonst getrunken, sondern wir haben das gemacht, um euch das Buch zu zeigen. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht hatten wir auch einfach nur Lust drauf. Auf jeden Fall. Ich nicht. Doch, wir hatten Lust drauf. Überall in jedem Laden verfügbar. Unten in der Videobeschreibung nochmal ein Link zum Buch, zum Amazon-Link. Ihr könnt mir da wirklich helfen, in der Bestsellerliste ein bisschen weiter hochzukraxeln. Ich habe da sehr viel Mühe reingesteckt und ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefällt. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen netten Kommentar und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Tschüss.